Bis auf den letzten Platz war der Hörsaal 3 der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Jenaer Universität gefüllt. Es war keine reguläre Vorlesung, die für diesen Andrang gesorgt hatte. Am Donnerstagmittag war als Gastrednerin Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger eingeladen. Das Thema ihres Vortrages war digitale Welt, Herausforderungen für Politik und Gesellschaft. Die FDP-Politikerin berührte dazu in ihrer gut 45-minütigen Rede die verschiedenen Aspekte der Thematik Internet. Sie sprach sich unter anderem für eine länderübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Datenschutz aus und betonte, dass Daten nicht nur portabel sein sollten, sondern es auch ein Recht auf Vergessen nicht mehr erwünschter Inhalte geben müsse. Die Problematik beim Umgang mit Rechtsverstößen im Netz schnitt die Ministerin ebenso an und forderte in der Urheberrechtsdebatte tragfähige legale Geschäftsmodelle. Im Anschluss an ihren Vortrag gab es noch die Möglichkeit zu einer Diskussion mit dem Publikum. Ist das Internet nun Fluch oder Segen? Welches Fazit bleibt von diesem Tag? Ich sehe zuallererst die Chancen im Internet. Mehr Teilhabe für die Bürger, mehr Information, neue Geschäftsmodelle, mehr Nutzen von Möglichkeiten. Also die Chancen stehen zuallererst. Risiken darf man nicht ausblenden. Und dafür versucht der Gesetzgeber, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Zweifelsohne hat die Netzkultur die Gesellschaft verändert. Wohin die weitere Entwicklung des Internets führt, wird die Zukunft zeigen.